Kleine Ansage, kurz am Anfang vom Video. Es ist echt nicht alles richtig gelaufen in dem Video, aber es ist geil geworden. Dreimal alleine den einen Burger haben wir getestet, weil was schief gelaufen ist. Aber zum Schluss ist was Wunderbares bei rumgekommen. Viel Spaß jetzt bei der richtigen Begrüßung. Wird ganz wild und ganz viel Geld ist für den Gang auch bei diesem Essen. Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus Hamburg. Heute testen wir endlich einen Burger, auf den wir anderthalb Jahre jetzt, glaube ich, warten. Ich habe damals ein Video angesagt, habe ihn gegessen. Und ich war so voll gefressen und habe gesagt, wenn ich den mal auf den Magen probiere, kann der safe ganz oben mitspielen. Wir gehen zum Mash, ne? Super Steak-Restaurant hier in Hamburg. Wir gehen rein, ein paar Meter noch, dann sind wir da. So, wir sind jetzt beim Mash. Wurde auch, ich erfrage das aber nochmal, wenn ich es recht in Erinnerung habe, mehrere Jahre zum besten Burger in Dänemark gewählt. Also wirklich ein gutes Stück. Gutes Stück ist, glaube ich, eine Kette aus Dänemark. Möchte aber kein Mist reden, kann vollkommener Schwachsinn sein, aber hatte ich so in Erinnerung. Und ja, ich habe hier den guten Summit, Leute. Ich wollte eigentlich nochmal hier, oh, jetzt habe ich hier Summit. Was mache ich denn hier schon wieder? Ich muss dich direkt mal was fragen, ne? Euer Burger, der wurde doch auch gewählt zum besten Burger in Dänemark. Genau. Mehrere Jahre hintereinander, genau, ne? Der hat auf jeden Fall ein Voting gewonnen. Drei Jahre hintereinander. Drei Jahre hintereinander. Den werden wir heute essen. Weißt du, was wir noch essen? Wir werden drei Runden Burger machen. Das ist es. Genau das habe ich auch vorbereitet. Oh, ehrlich? Hast du dich schon vorbereitet? Auf jeden Fall mit der Team schon abgesprochen. Meinte, ey, heute, ich kenne Rolle. Der war schon mal bei uns, der kommt heute vorbei. Habe ich mir genau so gedacht. Oh, geil, die. Perfekt. Geil, Mann. Ohne abzusprechen. Oh, cool, cool. Dann werden wir das machen. Wir machen noch mal ein, zwei Aufnahmen vom Laden drin, draußen und dann legen wir direkt los, würde ich sagen. Ne? Du kennst dich hier aus, fühl dich wie zu Hause. Mach ich die, mach ich. Danke, danke, Samet. Bin jederzeit korrekt. Erstmal, wir müssen uns unauffällig verhalten. Ist leer noch? Oh, ein Glück. Letztes Mal, weißt du noch, Summit, war dir ein bisschen unangenehm, dass wir hier mit Kamera so bam, bam durchgelaufen sind, ne? Also nicht jeder mag das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir legen ja auch großen Wert auf Privatsphäre. Ja, klar. Ich bin immer sehr diskret. Ja. Vielleicht mal ein bisschen Abwechslung. Erstmal eine Runde essen, dann zeige ich euch ein bisschen was vom Laden und dann gehen wir in die zweite, dritte Runde oder so weiter. Erste Runde, nicht ausschalten, ein Veggie-Burger, dann kommen die Fleischburger. Da sage ich auch noch was ganz Spezielles und Teures auch, ne? Auf jeden Fall. Ja. Moin moin, grüß euch. Hallöchen. Nochmal zum vegetarischen Patty von Summit, ein, zwei Worte. Genau, das ist unser Veggie-Burger, vegetarisches Patty. Hauptsächlich besteht aus rote Beete, Reis und schwarze Bohnen, zusammengepresst. Vegetarische Alternative für alle, die kein Fleisch essen. Geil. Kurze, knackige Runde und dann geht's zum Fleisch. Viel Spaß bei Runde 1. Würdest du sagen, er ist dein bestes Pferd im Stall? Mit. Ihr wisst, was ich meine. Da ist Summit mit Runde 1. Oh, rote Beete, schwarze Bohnen. Reis. Eine Komponente hast du noch vergessen? Nee. Doch, doch, doch. Liebe. Ja. Darum kümmern sich die Jungs. Ja, stimmt. So. Boah. Du merkst die schwarzen Bohnen richtig stark. Ich kenne schwarze Bohnen-Patties, auch Convenience aus dem Supermarkt, auch super. Ich weiß, vegan ist nicht das Beliebteste bei euch, deshalb direkt zur Bewertung. Summit sagte selber, vegan, lass doch weg. Er persönlich feiert einfach die Fleischdinger mehr. War ein leckerer Burger, aber hebt sie jetzt nicht weiter von anderen vegetarischen ab. Ist jetzt nicht besser, nicht schlechter als andere. War ein leckerer Burger. Jetzt seht ihr die anderen Burger noch. Viel Spaß bei den kranken, kranken Kreationen. Bevor es zum nächsten Burger geht, ein, zwei Eindrücke noch vom Laden vom drinnen. Thank you.
Also wir gehen in Runde 2, Leute. Viel, viel Spaß. Samet wird uns gleich nochmal direkt erklären, was auf uns zukommt. Nicht nur ein geiles Ding, auch ein teures Ding. Als nächstes kommt unser Big Tasty Burger. Da haben wir zur Hälfte Kobe und die andere Hälfte besteht aus unserem Dry-Age-Fleisch. Das dänische Dry-Age-Ribeye. Böse. Daraus. Dann haben wir zur Verfeinerung eine Scheibe Käse und zwar Comté-Käse. Der kommt aus Frankreich, ist 30 Monate gereift, also auch eine riesen aufwendige Produktion. Mhm. Wir haben irgendwie für 40 Kilo Käse fast 500 Liter Milchwasser für die Produktion benutzt. Mit Trüffel-Mayonnaise in dem Fall, Trüffel-Pommes haben wir dabei und separat packen wir eine kleine Bearnaise-Soße, was man oben drauf tun kann oder eben dippen kann. Geil, Mann. Das hört sich sehr gut an. Dann gehen wir direkt rein in die Runde. Vielen Dank. Bevor wir jetzt zu dem Burger gehen, wie viel Gramm Fleisch hat der 200 Burger? 200 bis 220. Okay. Also alle Burger sind ungefähr in dem Spielraum. Okay, dann geht's jetzt zum Burger. Ganz weiß, man sieht diesen riesen Fettanteil, wenn man Kobe-Fleisch anguckt, wie fett durchzogen das ist. Daher kommt es logischerweise. Boah, das muss krank sein. Das muss krank sein. Super heftige Kruste. Trüffelmayo. Nochmal Trüffelpulver, okay. Viel Spaß in Runde 2. Ihr habt es gesehen, ganz dünne Gurken drauf. Trüffelmayo, Trüffelpulver. Oh, und halt diese alte Käse da drauf. Oh, das kann nur knallen mit dem Kobe Beef. Mega perfekt. Danke euch, danke euch. Dann lege ich direkt los hier. So, musste gerade den Chef wegschicken. Ich sag's euch, ich mach das nicht mehr. Chef sitzt direkt vor mir, ich soll Burger bewerten. So eine lieblich sahnige Mayo habe ich seltenst gegessen, beziehungsweise wahrscheinlich noch gar nicht. Ich sag's euch, die macht mich fertig. Die ist so sahnig, so vom Feeling her so ein bisschen, so wie wenn man Rahm-Champignon isst. Aber ganz am Anfang nicht in dieses intensive Rahm rein, aber so wirklich einfach diese sahnige. Kruste hat auch maximal geil Geschmack. Richtig im Nachgang kommt es jetzt hinterher. Scheiße, ich mach den Tisch dreckig. Buttriger Bun. Hat diesmal nicht ganz Medium geschafft. Schöner Fleischgeschmack. Nichtsdestotrotz, Medium wäre natürlich geiler gewesen. Schade, dass es nicht geschafft hat. Hätte mich sehr interessiert. Das macht natürlich das Gesamtergebnis jetzt zunichte. Ich frage gleich mal, ob wir den nochmal kriegen. Geil, auch hier zum Sitzen. Guck mal die Aussicht. Sehr prächtig. Da fährt ein Schiffchen längs da oben. Sehr entspannt. So, ich danke dir, mein Lieber. Perfekt, cool. Danke, danke. Direkt nochmal nachbestellt. Wird ein teurer Tag heute. 2x40 Euro. 2x40 Euro. 20 Euro. 20 Euro. Über 100 Euro. Erster Biss wirklich einzigartig, habe ich so noch nicht gegessen. Cremigkeit, Lieblichkeit, Sahnigkeit, nicht zu übertreffen. Ich weiß nicht, ob durch den hohen Fettanteil und halt eben auch dieses Dry-Aged oder diese rosa Farbe verloren geht. Ich weiß nicht, aber es ist in der Tat wieder nicht Medium. Dass diese Kategorie Bun auch bestimmt duftet nach Butter. Ihr habt wieder mal bei diesem Ding auch den Geschmack im Mund, bevor ich überhaupt gegessen habe. Geschmack bildet sich, soweit ich weiß, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, auch durch den Geruch im Gaumen, im Rachenbereich. So entsteht dann halt eben auch ein Teil des Geschmacks.
Also eins kann ich zu dem Stück Fleisch sagen, zu dem Patty. Spiegelt das wieder, was ich eigentlich von den meisten Dry-Aged oder Wagyu-Geschichten kenne. Ist immer sehr weich und sehr geschmeidig im Geschmack. Aber diese Intensität, die ihr oft bei anderem Fleisch habt, die habt ihr nicht da drin. Was hier einen intensiven Geschmack hat, ist die Fleischkruste. Die spürt die Flammen, die ans Fleisch kommt, die schmeckt ihr ganz stark. Das ist gut. Hier habe ich jetzt das erste Stück rosa Fleisch, ein kleines Stück. Seht ihr das? Super stark. Ich denke Medium noch stärker. Weiß nicht, ob sie jetzt Bock haben, mir noch eins zu machen. Aber ich werde sie fragen. Was für eine Soße, ja. Samuel, so, also du musst die Entscheidung treffen, ne? Ja. Es war wieder leider nicht Medium. Okay. Er war trotzdem sehr lecker, kann ich dir sagen. So, die Zuschauer haben ja meine Bewertung gesehen. Ob ihr noch eine dritte Runde wollt oder ob du es dabei belassen willst. Ich habe gesagt, Medium wird sicherlich noch einen Schub nach oben geben, aber... Bin mal gespannt. Weiß ich, musst du entscheiden. Ich muss nicht unbedingt. Ich würde natürlich gerne, aber ich will euch jetzt nicht nerven damit. So. Nee, ist kein Thema. Geht's nicht ums Nerven. Ich check das auch. Ja, wollen wir noch eine Runde? Ja. Okay. Geil. Also die Küche empfiehlt dir grundsätzlich in Rare, ja. Gerade auch wegen dem Wagyu. Hatte ich ja damals auch gesagt, maximal Medium Rare ist meine Empfehlung. Mhm. Und die Küche sagt jetzt zu mir, definitiv in Rare, das wird auf jeden Fall besser. Okay, sein. Die werden die Erfahrung haben, dann müssen wir nicht auf Krampf jetzt nochmal Medium. Ich glaube, die sind gerade dabei, noch eins zu machen. Umso besser. Also, aber der wird jetzt in Rare sein, ne? Also noch weniger als Medium. Oh, jetzt kriege ich also fast roh. Also ein bisschen weniger als Medium. Ja, lass ich mich drauf ein, Samet. Ich glaube, das wird krank. Aber ich bin gespannt, was du danach dazu sagst. Danach sag's ich... mir nicht heute, ich will es im Video sehen. Okay, machen wir ich so. Ich will es nachher im Video sehen. Okay, ich sagte nicht. Okay, wie ihr merkt, es kommt alles oft anders, als man denkt, aber trotzdem. Jetzt schauen wir mal, ob das einen dicken Unterschied macht. Boah, viel Spaß zur dritten Runde in Runde 2. Wir haben ja vorhin schon gesagt, der Burger besteht aus Oberfleisch und aus dem Dry-Aged-Fleisch. Ja. Ganz am Anfang haben wir das ja auch schon gesehen, dass es eine komplett andere Farbe und komplett andere Konsistenz hat. Das wird auch gleich beim Grillen so sein. Der wird höchstwahrscheinlich nicht diese rote Farbe haben. Wir gucken gleich. Macht euch gefasst drauf. Bevor der nächste Burger kommt, so glasig, so fettig, muss der Bun von oben aussehen. Was heißt muss, aber ich liebe das. Das ist einfach dieser Fastfood-Charakter, der macht mich maximal an. Oh, sehr schön. Das ist medium, ja. Oh. Sag mal ganz kurz noch, diese Soße hier, ne? Ist die für die Pommes? Da haben wir davor immer mit reingemacht. Auch jeder auf den Burger. Kann man, je nach geil, die Bernays-Soße mit rein, habe ich mir gedacht. Dann probiere ich das auch noch mal aus bei dem hier. Guckt euch das mal an hier. Boah, die hauen wir noch mal in den Burger rein. Danke, mein Lieber. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Man sieht eindeutig, dass es rare ist. Noch einmal Bernays drauf. Ich kann euch eins sagen, es ist noch lieblicher, noch weicher im Geschmack. Das ist so ein Grad von, du verlierst dich richtig in diesem Weichen, diesem Geschmeidigen. Das nimmt dich wie eine Welle mit und trägt dich so da drauf durch den Biss durch. Es ist unbeschreiblich. Der Bernays ist auch ganz krank, Leute. Hier sieht man es jetzt. Der kriegt echt eine 9-1 von mir. Wow. Diese Flammen, Mann, dieses Geschmeidige, die Bernays dazu, das ist geil. Das ist anders als alles, was ich bisher gegessen habe. Das ist für mich der Inbegriff vom Feinkostburger. 40 Euro sind safe wert. Unbedingt rare essen. Oh, guckt euch das an. Manche mögen es ja nicht. Es gibt die 9,1 von mir und ich sag's euch, das ist wild. Auch der Bun, alles stimmt bei dem Burger. Diese Trüffelmayo, 9,1 muss. Würde ich eine 9,15 geben können, würde ich das tun. Mesh macht mich kaputt. Jetzt geht's zum preisgekrönten Burger. Macht euch gefasst, was da auf uns zukommt. So, Ahmed, das muss der Burger deines Lebens werden. Du musst performen heute. Medium, gerne, ja. So, rein in den Ofen. Ah, hast du Uhrzeit gestellt. Perfekt. Jetzt lassen wir ihn ruhen ein bisschen, ne? Genau. Das ist wichtig, das ruhen lassen jetzt, ne? Fleischsäfte verteilen sich, ne? Genau. Guck mal, Leute, wo ich hier jetzt drehen kann. Besser geht's nicht. Jetzt kommt der Burger direkt. Sehr schön, Summit. Legen wir direkt los. Viel Spaß bei Runde 3. Der preisgekrönte Burger. Wunderbar, da kommt der gute Summit. Der Mesh-Burger. Oh, sehr schön. Boah, sieht ja prächtig aus. Schön saftig.
Wir haben den Burger etwa 200 Gramm Fleisch, Senf und Chili-Mayonnaise. Nebenbei ein paar Chili-Fries und schmale, dünne, handgeschnittene Fries mit ein bisschen scharfem Pulver oben drauf. In Medium gegrillt für dich. Mega. Ich werde mich direkt ranwagen und dann sage ich dir, gleich Feedback. Schön weiches Bun. Zu den Pommes noch kurz vorweg. Prächtig, wie es sein soll. Fühlt sich sehr geil an. Bun fühlt sich super an. Geile Soßen, geiler Fleischgeschmack. Mayo super passend. Salz on point. Vom Feeling so wie in Berlin beim Sasa. Ich blende immer das Ranking mal ein. Dieses dicke Fleisch, das waren 200 Gramm Patty. Ich glaube, das ist sogar hier auch der Fall. Du beißt in dieses Fleisch rein, gleitest dadurch, boom, wie durch Butter. Merkst den Widerstand teilweise kaum. Wobei der hier etwas fest vom Biss ist. Das war letztes Mal auch noch weniger. Letztes Mal war es ähnlich wie in Berlin. Super Bun, auch so ein bisschen Milchbrötchen-Style. Du merkst richtig die einzelnen Lufträume dazwischen. Ich nenne es jetzt mal wie bei Blätterteig, das bildlich gesehen, die du durchbeißt und die du aufeinander presst. Ultra starker Burger. Geil mit dem Senf, auch wirklich stark. Im Nachgang kommt er noch durch. Gaumenschmaus, Leute, Gaumenschmaus. Den Bacon habe ich auch noch am Ende gemerkt. Wirklich geiles Zusammenspiel, ab zur Bewertung. Der Burger hat alles, was man braucht. Wirklich ein ultra starkes Ding. Wäre der Biss vom Fleisch noch gewesen wie beim letzten Mal oder wie in Berlin beim Sasa, dann hätte es noch, boah, was ich damit sagen will, der hat noch mehr Potenzial nach oben. Nur ich weiß, mit dem Fleisch geht es noch besser, noch sanfter, der Biss. Aber der Fleischgeschmack war wiederum krank. Oh, das Ding ist in dem Game, was dicke Fleischpatties angeht, ganz oben dabei. 9 Punkte, 9 von 10 Punkten. Den muss ich in der Tat noch mal irgendwann testen. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne den Support in Form eines Daumen oben hier unten. Einmal draufklicken, einen Klick. Und ihr habt mir einen riesen Gefallen getan. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.